Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 für die PS1. Im letzten Part haben wir die Turks in die Flucht geschlagen. Warum bin ich im Speichermenü? Wir haben die Turks in die Flucht geschlagen. Wir haben ein paar Items aus dem Shinra-Hauptquartier geholt. Und wir haben den Stolzrobo besiegt. Und wir nehmen jetzt ganz kurz Barrett in die Gruppe. Den wir aber nicht weiter ausrüsten, weil die Ausrüstung für den ist vollkommen egal. Oh. Nie entlang, Cloud. Ja, ja, komm. Hau ab, Käse. Lass mich durch. Lass mich, Arzt. Ich bin durch. Oder sowas in der Richtung. So, hier kommen zwar noch Gegner. Aber die sollen mir jetzt gerade mal scheißegal sein. Wenn Barrett drauf geht, dann geht er eben drauf. Das stört mich nicht weiter. Die anderen beiden machen genug Schaden. Von daher alles in Ordnung. So. Jo. Jo, Drache. Ach stimmt, Drache war ja erst der hier. Ich hatte in der letzten Folge noch gesagt, das ist der erste vom dritten Limit-Level, aber stimmt, er hatte ja den hier noch gar nicht. Okay. Dann sage ich da nichts zu. Drache könnte so ein bisschen an die Dragonik in Final Fantasy X erinnern. Weil, zum einen Drachenthema und zum anderen man schadet dem Gegner und hält seine eigenen HP und MP. Ja, das hat man in Final Fantasy X dann nochmal verbraucht, nochmal genutzt. Wobei das jetzt nicht unbedingt ein Problem ist. Kein Heilzauber. Aber ich habe genug Heil-Items. Vollkommen egal, so. Musste ich nicht mal welche kaufen. Alle gefunden. So, hier haben wir. Hey, das ist Dragohi. Das ist klasse. Halt, Hoyo. Ja. Die ultimative Waffe von Barrett. Jede der ultimativen Waffen hat eine, ich sag mal, Eigenschaft. Dass sie unter bestimmten Umständen stärker ist als sonst. Beziehungsweise, es gibt eine, ja, ich sag mal, Bedingung. Bei Barretts Waffe müsste das sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, je voller seine MP sind, prozentual, desto mehr Schaden macht die Waffe. Bei Cloud ist es auf jeden Fall, je voller seine HP sind. Und bei Tifa habe ich noch im Kopf, je leerer ihre Limitanzeige ist. Was ich sehr interessant finde. Das ist ein sehr interessantes Schema. Deswegen arbeite ich in dem Moment, sobald sie eben ihre ultimative Waffe hat, sehr gerne mit einem 100% Schutz. Weil sie dann nahezu keinen Schaden mehr abkriegt. Die Limitleiste bleibt also leer. Und damit ist alles in Ordnung. Oh, null. Drachenkanone. Okay. Hau raus. Ich kenne diesen Gegner nicht, muss ich sagen. Okay, macht keinen Schaden. Alles gut. Ist jetzt nichts Schlimmes irgendwie. Die Lusche. Nochmal ein Erkennen. Einfach um zu sehen, wie viel das Viech aushält. Weil ich das nicht weiß. Okay, noch 7000. Bauen wir einfach weiter drauf. Passt schon. So. Ja, ja, ziel du wieder. Ist mir voll egal. Ich bin hier nebenbei gerade mal am Schauen. Okay, bei Barrett ist es nochmal anders. Barretts Dragohieb macht mehr Schaden, je mehr ab. Die Substanzen haben, die dort drin sind. Das heißt, jede der ultimativen Waffen hat 8 Substanz-Slots und Barretts Waffe macht am meisten Schaden, wenn 8 Substanzen auf Master-Ebene drin sind. So, okay. Ansonsten genau Clouds mit wenig mit mehr HP. Bei Tifa, ich lese hier gerade die Komplettlösung. Die
Komplettlösung von Final Fantasy 7 ist sowieso nicht die beste. Und da steht hier noch, mit jedem Schlag, den sie in ihrer Combo verfehlt. Ich habe aber selber festgestellt, wenn die Limitleiste fast voll ist, macht sie kaum noch Schaden. Wenn sie wieder leer ist, macht sie Schaden. Also es liegt definitiv an der Höhe der Füllgrad, sage ich mal. Wow. Ich hau ab. Das war mir gerade zu viel Schaden. Autsch. What the fuck? What the fuck, wie viel Schaden macht das Ding? Okay, darauf war ich absolut nicht vorbereitet. ich schmeiß meine Phoenix wieder rein, weil ich bin eh gleich am Speicherpunkt und hab dann wieder Zauber. Also Heilzauber. Wow. Okay. So. Tiefer dann wieder mit. PHS. Nicht SOS, sondern PHS. So. Okay. Wunderbar. Einmal alles voll geheilt. Und wieder hoch hier. Ich bin gerade ein. Ich schau mal in diese Distanzen. Und ich habe jetzt die Ragnarok bekommen. Weitaus stärker. Werde ich jetzt auch mal anlegen. Ja, ich scheiße jetzt gerade mal auf die. Na, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf die doppelte Verstärkung. Das wollte ich sagen, genau. Ich scheiße jetzt gerade mal auf die doppelte Verstärkung, die ich ansonsten drin hatte. Und hier auch Blitz rein mit Element in den Angriff. Weil das wird hier jetzt gerade ganz praktisch. So, ansonsten gegen Gift sind sie alle geschützt. Das heißt, Hoyo macht auch nicht viel Schaden. Das macht mir auch nicht viel aus. Und Tiefer. Tiefer bekommt hier auch noch irgendwas rein. Zerstören. Oh, und zerstören. Komm, meinetwegen. Meinetwegen mit Zusatzeffekt. Bringt mir das irgendwas im Status? Ich glaube nicht. Weil ich könnte Schutz gegen Tod geben. Nö. Egal. Machen wir trotzdem. YOLO. So. Okay. Na dann. Ich werde jetzt hier auch nicht mit Vincent und so weiter reden, weil. Nee. Egal. Ging auch so hin. Okay. Maximum Chimaira, hm? Schauen wir doch mal. Oh, macht die Ragnarok Schaden. Oh, böse. Okay. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Shit. Das ist eine Verschwendung. Fuck. Ich hab nicht aufgepasst. Ja. Okay. Machen wir. Huch. Das Ding macht irgendwie ordentlich Schaden. Naja. So. Weiter nach oben. Geh mehr weiter nach oben. So. Ja, ist sehr gut. Meine Fresse. Oh, Angriff aus dem Hinterhalt. Von dem. Nein. Nein, liebe Leute. Das tue ich mir nicht an. Wobei, ja, egal. Ich wollte gerade sagen, wobei, so viel Schaden haben sie jetzt gerade gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum der eine vorhin so extrem viel Schaden gegen Sid gemacht hat. Das war echt heftig. So. Okay, ich will hochheilen. Und dann machen wir uns jetzt auf. Zu Hoyo. Hey ho, Hoyo. Hoyo, hör sofort auf. Oh, der Versager. Erinnere dich wenigstens an meinen Namen. Ich heiße Cloud. Immer wenn ich dich sehe, ärgert es mich, dass ich so wenig Sinn für Wissenschaft hatte. Ich habe dich als gescheitertes Projekt bewertet. Aber du bist der einzige gelungene Sephiroth-Klon. Ich beginne sogar, mich selbst zu hassen.
Das ist alles unwichtig. Hör dich mit dem Unsinn auf. Unsinn? Ach, das? Sephiroth scheint sich auf die Energie zu verlassen. Ich werde ihm also ein bisschen helfen. Warum? Warum bloß? Hör mit deinem ewigen Warum auf, du Schwachkopf. Man könnte es vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen. Ja, ja, halt die Klappe. Dann gehen wir wohl bei 81%. Dauert zu lange. Mein Sohn braucht Kraft und Hilfe. Das ist der einzige Grund. Dein Sohn? Auch wenn er es nicht weiß. Was wird Sephiroth denken, wenn er herausfindet, dass ich sein Vater bin? Er hat immer auf mich herabgesehen. ja. Sephiroth ist sein Sohn? Jetzt weiß ich endlich. Nee, ich weiß nicht, weil sein Aussehen hier hat. Ah. Sephiroth sieht cool aus, Hoyo nicht wirklich. Egal. Haben die Frau mit meinem Kind Professor Gast für sein Genova-Projekt angeboten. Als Sephiroth noch nicht geboren war, haben wir Zellen von Genova. Kann ich fassen, dass gerade du das getan haben sollst. Scheinbare Verbrechen an Sephiroth. Nein, du hast Unrecht. Es ist mein Traum als Wissenschaftler. Ich wurde durch meinen Wunsch, Wissenschaftler zu werden, besiegt. Ich habe auch die Zeit verloren. Ich habe die Zellen von Genova in meinen eigenen Körper injiziert. Hier sind meine Ergebnisse. Boss Time, yay. Mensch. Schon wieder einer. That Boss Rush. Okay. Zunächst mal schnell auf alle. Und Regina auf alle. Und du hast einfach mal drauf. Weil hier passiert noch nicht viel. Ja, okay, Kapsel. Die Kapsel ruft immer zwei Gegner. Die kann man getrost ignorieren. Weil, wenn man sie killen sollte, dann. Das Einzige, was man dadurch erreicht, ist, dass Hoyo eine Runde verschwendet, um sie wieder zu holen. Naja. Was jetzt unbedingt so praktisch ist, ich weiß nicht. Na, komm schon. Ich will Hoyo angreifen. Nur Hoyo. Und niemanden als Hoyo. Okay. Das sieht doch gerade gut aus. Oh, Tifa hat ein Wechsellimit. So, aber ich werde trotzdem erstmal noch einen Regener wieder raufhauen. Einfach um auch nochmal sicher zu gehen. Außerdem spare ich mir den Wechsellimit lieber für die nächste Phase auf. Deswegen machen wir mal sowas hier. Ich habe ja gerade die Gelegenheit dazu. So, ich werde mal ein Erkennen draufhauen. Ja, okay. So. Müsste jetzt eigentlich. Genau. Ah, verdammt. Natürlich trifft der letzte nicht. Blöd. Naja. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Transform-Hoyo. Den wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, ziemlich leicht besiegen können, wenn wir einfach den linken Arm ausschalten. Habe ich zumindest noch so im Kopf. Bei 24.000 HP ist es auch recht wahrscheinlich. Ja, okay, versuch durch. Kein Problem.
So. Okay. Ups. Server Regina. Oh. Aufgehört der Mist. Meine Fresse. So, okay. Mal schauen, wie viel Schaden ich da drin mache. Okay, der rechte Arm ist schon mal down. Sehr schön. Und dann kommt hier nochmal ein Hypersprung. Und... normaler Bahnhof. Reicht. Ab. So. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So. Ja, der rechte Arm wächst nach. Von daher bringt es auch nichts, den ständig zu zerstören. Deswegen ignorieren wir ihn auch. Ganz einfach. Ganz einfache Kiste. Ich bin jetzt gerade mal... Ja, okay. War mir nicht mehr sicher. Hab gerade mal nach... Es gibt noch eine dritte Phase, für die man sich noch ein bisschen was aufbewahren will. Von daher. Und ich bin zumindest der Überzeugung. Aua! Was soll das? Das Recht, den linken Arm zu zerstören. 100% sicher bin ich mir aber auch nicht mehr. So. In der Heilung 3. Sollte dann auch ausreichen. Ach komm schon, Mann. So. Okay. Sehr gut. Da noch mal ein bisschen Schaden. Sehr gut. Und ich habe hier noch mal einen Regener drauf. Na? Der soll verwirrt sein. Oh, sehr schön. Sehr gut. So muss das aussehen. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ja, okay. Aber jetzt halte ich auch zwei Angriffe davon aus. Ha! Arsch. So, ne? Das vom Hohe macht doch echt. Ah, okay, dann muss man wirklich den Mittelteil zerstören. Na gut, hatte ich nicht mehr im Kopf. War der Meinung, das war wirklich der der linke Arm. Naja, was soll's. So, dann erkennen wir den Mittelteil auch noch mal. Stumpfe. Ein Scheiß. Ja, zum Glück auf Cloud, den interessiert das eh nicht. Von daher alles in Ordnung. Wie viel Schaden? Alter Vater. Das ist gut. So, Transform-Hoyo. Gleich down. Okay. Alles schick. Und Angriff, ja, gut. Mach halt. So. Und Auftakt Runde 3. Lebensformel.
Okay. Schon mal 3 Volltreffer, das ist super. Ansonsten haben wir mal ein Erkennen drauf. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben das Viech hat. Aber es hat schon mal etwas zwischen 8 und 10.000 weniger. Ach komm. Na gut. Dann meine Heilung 3 auf alle schon mal vorbereiten. Ich werde sie garantiert gleich brauchen. Danke, Bahamut 0, dass deine Animation jetzt auch schon vorbei ist. Ja. Ja, Sturm auf. Dauert mal wieder. Was mal wieder nichts bringt. Naja. Oh. Oh, krasse Combo hier. Das Schöne ist, bei jedem Treffer der Combo kann der Gegenschlag ausgelöst werden. Was ich sehr interessant finde. Ah. Könnte nicht erkannt werden. Na gut. Kein Problem. So, kloppen wir dann einfach weiter drauf. Was soll's? Was soll der Geiz? Na, mal gucken, wie viele Gegenschläge kommen. Oh, war einer. Ein bisschen mager, ne? Naja. Ah, doch nur Combo, okay. Wieder gegen Cloud, wow. Ah, sehr schön. Das war's. Die letzte Form ist echt easy. Ganz ehrlich. Und 25.000 Erfahrung. Yay. Mit dem Ultima eine Ebene hoch. Sehr schön. Kraft erhalten. Yay. Voll das nützliche Item.